ist der Marktplatz Neumarkt. Herzlich willkommen. Wenn man momentan versucht, draußen Fußball zu spielen, dann kann aus Fußball ganz schnell Schneeball werden angesichts der Temperaturen die letzten Tage. Zum Glück hat das Traditionsturnier des SV Pölling komplett drinnen stattgefunden, also in der Halle. Im Minutentakt lieferten sich über ein Dutzend Vereine ein heißes Gefecht zwischen den Banden. Lange muss am Sonntag keine Mannschaft auf der Bank warten. Alle Spiele hier dauern nur 10 Minuten und darum geht es Schlag auf Schlag in der Mittelschule West. Mit dem SV Pölling als Gastgeber kickten das ganze Wochenende über Kinder und Jugendliche vieler Altersklassen. Bei unserem diesjährigen Hallenmasters haben wir am Freitagabend gestartet mit der U19, mit der A-Jugend. Am Samstag waren die kleinen F- und E-Jugend dabei. Am Abend ist immer unser alljährliches Gaudi-Turnier mit verschiedenen Pöllinger-Mannschaften und Freizeitmannschaften. Und den heutigen Turniersonntag bestreiten die G-Junioren und die D-Junioren jetzt am heutigen Nachmittag. Viele Fußballvereine wollen eigentlich jetzt schon unter freiem Himmel trainieren bzw. spielen. Die aktuelle Kälte macht jedoch da einen Strich durch die Rechnung. In der Halle spielt das natürlich keine Rolle. Dennoch gibt es nicht wenige, die wesentlich lieber Outdoor kicken. Aber ich denke, der Hallenfußball hat auch seine Vorzüge, gerade mit der Rundumbande. Wenn man im alten System spielt, fallen halt enorm schnell Tore. Und das Pardon dazu, das Futsal, macht halt gerade für technisch versierte Spieler dann deutlich mehr Sinn und dann auch deutlich mehr Spaß. Der Neumarkter Ortsteil Pölling feiert in diesem Jahr sein 950-jähriges Bestehen. Auch der Fußballverein zelebriert das Jubiläum mit sportlichen Highlights. Wir haben viele große Veranstaltungen. Einmal klar, wir richten die Herren-Stadtmeisterschaft bei uns in Pölling aus. Und dann natürlich machen wir unser Jugendmasters volljährig, das 18. Jugendmasters, am 7. und 8. Juli in Pölling. Großevent mit weit über 90 Mannschaften und da freuen wir uns wieder drauf. Am Sonntagnachmittag konnte sich übrigens Berngau 2 im Finale mit 4:1 gegen Postbauer Heng durchsetzen. Und weitere Nachrichten aus Neumarkt und der Region haben wir jetzt kompakt für Sie zusammengefasst. Hier ist unser Überblick. Die Regierung der Oberpfalz hat beschlossen, den Lkw-Verkehr in Berg stärker zu reglementieren. Die Durchfahrt des Kernortes ist für Fernverkehr mit über 12 Tonnen gesperrt. Durch den Ortsteil Gnadenberg dürfen nur noch Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen fahren. Rechtliche Grundlage ist ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes. Laut diesem müssen Anwohner Verkehrslärm über 70 Dezibel tagsüber nicht mehr dulden, wenn er durch Fernfahrer entsteht, welche Straßen mit Mautgebühren umfahren wollen. Am Donnerstag und am Freitag letzter Woche fand in der kleinen Jurahalle der Regionalwettbewerb Jugend forscht statt. Er stand dieses Jahr unter dem Motto Spring. Ausgerichtet wurde er von Pfleiderer und dem Ostendorfer Gymnasium. 145 Jugendliche von 22 Schulen und Betrieben nahmen in diesem Jahr teil. Sie präsentierten 83 Projekte, bei denen Erfindungen oder Optimierungen in verschiedenen Bereichen im Fokus stehen. Darunter zum Beispiel eine automatische Tafelwischmaschine oder ein aus Lego gebauter 3D-Drucker. Rund 33% der diesjährigen Jugendforsch-Teilnehmer waren weiblich. Für die Passionsspiele, welche 2019 in Neumarkt stattfinden werden, wurden am Freitag letzter Woche erste Werbematerialien vorgestellt. Die 18 Vorstellungen sind für die Zeit vom 9. März bis 19. April geplant. In der Inszenierung wird es einige musikalische Neuheiten geben. Für den Bühnenchor liegen bereits 140 Anmeldungen vor. Am 3. März beginnen offiziell die diesjährigen Jura-Distel-Lamm-Aktionswochen. Bei der Auftaktveranstaltung am Montag dieser Woche zogen die Verantwortlichen eine Bilanz des Naturschutzprojektes. Seit dem Start im Jahr 2004 wurden rund 16.000 Lämmer vermarktet, die nur auf den kräuterreichen Trockenrasen des Oberpfälzer Jura weiden. Damit erfüllen die Tiere auch landschaftspflegerische Aufgaben als tierische Rasenmäher. Sie weiden oft auf Hängen, welche für Traktoren nicht befahrbar sind und sorgen unter anderem für den Erhalt der Silberdistel. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und danach entführen Sie artistisch begabte Landkreisbewohner in eine magische Welt, in der es schon mal vorkommen kann, dass jemand komplett blau ist.
Natürlich nur von der Hautfarbe her. Außerdem, der nächste Urlaub kommt bestimmt und so mancher weiß sogar schon, wo es hingeht. Das und mehr sehen Sie gleich, also bleiben Sie dran. Glas ist mehr als eine einfache Scheibe. Es sorgt für modernes Ambiente im Bad. Es sichert und verbindet Stockwerke. Es schützt stilvoll vor schlechtem Wetter. Mehr Ideen und kompetente Umsetzungen bietet Glasgötz in Neumarkt. Besuchen Sie unsere Ausstellung in der Alois-Senefelder Straße 35. Charivari, das neue Jahrtausend, ist endlich volljährig. 2018. Das wird gefeiert. Yeah. Mit dem Charivari Cash Song. Und noch mehr Shoppinggeld für Sie. 50.000 Euro liegen im Charivari Geldtresor. Für Shopping im Donau-Einkaufszentrum Regensburg. Holen Sie sich Ihren Anteil. Stündlich bis zu 1.000 Euro. Nur auf Charivari. Radio an. Cash Song hören. Und gewinnen. Charivari. Neumarkt kommt nach Nürnberg zur Freizeitmesse 2018. Die Stadt präsentiert sich mit ihren Partnerfirmen in Halle 6 und jetzt neu auch in Halle 9. Erleben Sie Neumarkter Aussteller aus den Bereichen Garten, Sport, Freizeit und Haushalt sowie den Neumarkter Biergarten. Der Gemeinschaftsstand der Stadt Neumarkt vom 28. Februar bis 4. März auf der Freizeitmesse 2018. Neumarkt TV verschenkt den Blumenstrauß der Woche. Teilen Sie uns mit, wer sich aus Ihrem Umfeld für andere engagiert. Und wir überraschen diesen Menschen kostenlos mit einem Blumenstrauß. Schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an 09181 510 402. Willkommen zurück. Am vergangenen Wochenende war die große Jurahalle gut gefüllt. Zur Reisemesse kamen nicht nur Landkreisbewohner, sondern auch Besucher aus dem benachbarten Franken. An den Ständen vor Ort hat man sich inspirieren lassen und vielleicht sogar schon ein Ziel für 2018 ins Auge gefasst. Wir waren natürlich neugierig und wollten wissen, wo es 2018 hingeht. Nach Irland geht es heuer im Sommer mit Celtic Rainbows, die gerade tanzen, für einen Workshop und halt natürlich Familienanschlussreise. Nach Südtirol. Meran, Bozen, frühere Arbeitskollegin. Nach Italien. Eine Woche Bus. Vielleicht reisen wir da mit der, was wir da gewonnen haben, der MS. Dieses Jahr geht es an die Ostsee. Nach langer Überlegung, aber wir waren jahrelang an der Nordsee. Jetzt haben wir gedacht, probieren wir mal die Ostsee aus. Bei uns steht eine Großreise an, jetzt nach Indien in ein paar Wochen. Den Rest müssen wir noch ausjustieren. Geplant ist Teneriffa, aber erst im November. Aber jetzt im März Lago Maggiore, im April Schwarzwald, im Juni Mecklenburger Seenplatte. Mehr weiß ich noch nicht. Lass sie auf mich zukommen. Der 2009 erschienene Streifen Avatar gilt als der finanziell erfolgreichste Film aller Zeiten. In 3D und in leuchtend exotischen Farben begeisterte er Kinofans auf der ganzen Welt. Letztendlich hatte er aber auch einen ernsten Hintergrundgedanken, denn es geht um den Angriff des Menschen auf fremde Kulturen. Auch in Neumarkt hat man sich davon inspirieren lassen, und zwar in einem neuen Artistical, natürlich in 3D. Nächster Halt wird präsentiert von Ihren Stadtwerken Neumarkt, der Energiedienstleister für Stadt und Region.
Avandora heißt das neue Artistikel von Artico und dem Neumarkter Zirkusverein. Und ich habe gelesen, 800 Leute sind dabei beteiligt, aber nicht alle während einer Vorstellung, oder? Nein, wir spielen das ja im Artico. Und da sind insgesamt immer 8 Gruppen pro Aufführung. Und wir machen 26 verschiedene Veranstaltungen. Und zum Beispiel haben wir auch 4 Hauptbesetzungen. Euer Plakat erinnert ein bisschen an diesen Kinoknüller Avatar. Inwiefern ist denn auch inhaltlich, inwiefern bestehen denn auch inhaltlich Parallelen? Mich hat dieser Kinofilm wahnsinnig begeistert. Und eben diese Handlung, dass man auf einen fremden Planeten fährt, wo es eben ganz besondere Wesen gibt und der Mensch da kommt, weil er da Profit machen möchte. Das fand ich sehr, sehr spannend und wir haben uns da auch angelehnt. Natürlich das nicht 1:1 gemacht, wir haben keine Drachen. Die Lehre des Films haben wir schon versucht rüberzubringen, weil die finde ich extrem wertvoll. Es gibt natürlich artistische, sage ich mal, Disziplinen, die gibt es seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar seit Jahrhunderten. Wird da eigentlich immer noch was, ich sage jetzt mal, Neues erfunden? Weil irgendwann kann man ja nicht mal spektakulärer werden, ohne sich das Rückgrat zu brechen. Oder geht es mir um neue Ideen der Präsentation dieser Disziplinen? Also wir haben das heuer eben im Artico gemacht und da haben wir sehr spezielle Rahmenbedingungen, nicht so eine hohe Decke. Und deswegen haben wir unsere Artistik sehr umgebaut, aber trotzdem spektakulär. Also zum Beispiel die Vertikaltücher fallen nicht von oben runter, sondern die drehen sich jetzt ganz schnell. Oder die Strapaten, die gleiche Nummer könnte man in 8 Meter Höhe machen. Aber das schaut wirklich auch toll aus, wenn sie einfach schweben. Premiere ist an diesem Wochenende. Mhm. Und es gibt ja in der Theaterszene diesen Spruch, die Generalprobe war ein bisschen katastrophal, die Premiere wird dafür umso besser. Ist das was, was ihr aus den letzten Jahren auch mitbekommen habt? Wer uns schon länger kennt, sagt immer, oh Gott, Generalprobe, das wird nie was. Und bis jetzt war es immer mega schön. Und ich vertraue jetzt einfach auch unseren Rampenschweinen. Die haben es drauf, wenn es drauf ankommt. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass da keine Patzer kommen. Das hoffen wir auch. Also das neue Artistikel 2018 ab diesem Wochenende im Artico. Dankeschön, Heidi Radek. Nächster Halt wurde präsentiert von Ihren Stadtwerken Neumarkt, der Energiedienstleister für Stadt und Region. Unser persönlicher Ausgehtipp für heute ist der Goldkegelplatz in Etzelsdorf. Da haben wir unsere Moderationen aufgezeichnet und weitere Veranstaltungshinweise haben wir jetzt für Sie. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. Am Freitag liest Autorin Gerda Stauner im Kulturhaus Schranne in Berching aus ihrem Roman Sauförst. Dieser erzählt aus dem Leben ihrer Vorfahren um 1856. Musikalische Untermalung gibt's vom Akkordeonspieler Manfred Mederer und dem Gitarristen Adi Spangler. Am Sonntag verzaubert das Theater Fritz und Freunde mit dem Kindertheaterstück Froschkönig. Und zwar um 15 Uhr im Spitalstadel in Freistadt. Tickets sind ab 7 Euro im Vorverkauf erhältlich. Kids zahlen 2 Euro weniger. Ebenfalls am Sonntag findet in Altdorf der verkaufsoffene Sonntag mit Trödelmarkt statt. In der Innenstadt gibt es dann Gebrauchtes und gut Erhaltenes von 11 bis 18 Uhr. Wenn die Temperaturen so bleiben, könnte sich der ein oder andere Besucher nach einem warmen Wintermantel umschauen. Der Berliner Architekt J. Meyer H. ist für seinen progressiven Stil bekannt. Am Mittwoch, den 7. März, ist er im Museum für historische Maybach-Fahrzeuge in Neumarkt. Im Rahmen des 100. Vortrags der BDA-Reihe Architektur und Baukultur zeigt er dann einen Werkbericht unter dem Motto Kutt, Schutt, Wutt. Der Eintritt ist wie immer frei. Los geht's um 19 Uhr. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. Und das war schon wieder mit dem Marktplatz Neumarkt für heute. Wenn Sie Lust haben, dann besuchen Sie uns doch auch mal im Internet unter neumarkt-tv.de. Da finden Sie all unsere Sendungen zum noch einmal anschauen und natürlich aktuelle Nachrichten. Am Freitag begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Uli Badura und ich hoffe, wir sehen uns auch da wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.